Hey ho, liebe Leute, wir sind im ersten Untergeschoss von Berugas Labor. Dem Mann, der sich laut der Aufzeichnung und Aussagen der hiesigen Bewohner noch in Kryostase befinden soll. Also im Kälteschlaf, wenn ich das nicht durcheinander würfle. Bei Let's Play Terranigma. Und wir haben beim letzten Mal, glücklicherweise, noch eine Möglichkeit gefunden, uns der Gegner etwas schneller zu erwehren, als es mit der bis dato für mich aufgeklauten stärksten Waffe noch möglich ist. Was sind das denn hier für komische Kabinen? Ob man immer noch hungrig ist, wenn man dort drin übernachtet? Jetzt haben wir sogar noch Torpedo-Bazooka-Kampfschweine. Ah, die Keimzelle Ganondorfs. Der Fluch des Triforce der Macht ist hier aufgebahrt. Okay. Sei lieb zu mir. Es kann durch Wände schießen. Ah, daher hat Dark Souls also den ganzen Clipping-Fehler geerbt. Naja, dann wollen wir mal gucken. Dieses auffällige Ding hier vorne. Man kann reinspringen, kann man. Yay, und wir kommen auf der anderen Seite wieder raus. Hey, Chef. Wir müssen unbedingt häufiger auf die andere Seite. Was können wir da tun? Ah, ich erfinde einen Teleporter. Könnten wir das nicht hier ein bisschen besser unterkellern oder einfach eine Brücke drüber bauen? Das Gebäude ist groß genug. Nee, du. Ich will meinen Nobelpreis. Heute früh. Irgendwie so muss die Unterhaltung wohl abgelaufen sein oder sowas. Erstmal hier ein bisschen rumgucken. Aber diese Schweine scheinen keine Roboter gewesen zu sein, oder doch? Irre ich mich dort oder irre ich mich nicht? Haha, ich bin auf falschen Höhen. Seitenquerlinie gewesen. Erstmal hier einen Überblick verschaffen, bevor wir weitergehen. Okay, da drüben. Ich springe jetzt einfach mal hier rein. Oh, sehr gut. Ich falle nicht unten ins Loch. Sehr schön. Okay, dann wird das Gebiet schlicht und ergreifend komplett neu geladen. Weil Feind ist wieder da. Ich schmeiß den Dreck mal weg. So, dann gucken wir mal. Ich springe einfach mal hier rein. Was ist der Sinn? Moment. Komm gefälligst. Ernsthaft? Nein, ich bin dann mal weg hier. Okay, dann haben die Dinger hier anscheinend keine Bewandtnis oder noch keine Bewandtnis. Aber ich nehme das mal zur Freude, mich hier ein wenig an deren Ableben zu laben. Bevor wir hier hochlaufen. Noch mehr von diesen Viecher. Oh, noch ein weiterer Schalter. Genauso wie in der Etage drüber. Sehr gut bewacht hier. Aber wenn das keine, wie heißen sie noch gleich? Roboter sind. Wie überleben die ganze Zeit bis hierhin? Ark betätigt den Schalter. Sehr, sehr gut. Und hier sind wir wieder auf der anderen Seite. Und oh, ich stech dich ab, du Schwein. Und das ist nicht mal eine Beleidigung. Verklag mich doch. Oh, wundervoll. Ein Level Up. 24. Ich möchte daran erinnern, dass damals, als wir gegen die Hades-Hexe kämpften, Schloss Toronia, der Spieleberater Level 25 vorgeschlagen hat, da schon zu sein. Ich sag's nur. Moment, das ist die andere Seite hier. Und da unten komme ich... Moment mal. Eine Sache ist mir jetzt gerade nicht so ganz geheuer. Da geh mal eben hin. Nein, das ist für mich natürlich nur ein Mittel... prächtiger Aufwand, Ausrede hier noch ein bisschen was an Kohle und Schweineschwarten mitzunehmen. Ich glaube, ich bin... Nee. Oder doch? Come on, geh erstmal kaputt hier. So. Stimmt, hier unten bin ich gar nicht hingelaufen. Das hatte ich im Sinn. Mal sehen, wo wir... Wow, das ist aber ganz schön schnell kaputt hier. Genau, hier waren wir noch nicht... Ach so, ach toll, das ist einfach nur die andere... Bin jetzt einfach nur rumgelaufen. Okay, dann ist das quasi nur der Ausgang. Dann habe ich mir jetzt eine... Das ist den ganzen Weg, hätte ich mir sparen können. Aber was soll's. Müssen wir nicht durch den ganzen komischen, dieses ewig lange Rohr wieder zurück rumspringern oder sowas. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese Schalter sind dazu da, um dem Aufzug die Berechtigung zu erteilen, ein weiteres Stockwerk tiefer in Berugas Superlabor vorzudringen. Der muss ja aus einer extrem hochtechnisierten Zeit stammen, wenn sie in der Lage gewesen sind,
so ein tiefes Loch im Erdreich zu buddeln. Ich frage mich, ob der See, der das Labor umgibt, sozusagen ein künstlicher See ist, der daher rührt, dass das Fundament so tief liegt. Da mussten sie ja wirklich ordentlich rumbrabbeln. Und jetzt haben sie hier auch noch Riesenwürfel. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die Riesenwürfel zumindest eine... geben viel Geld, wie man sieht. Oder mehr als dein Geschwader. What? Okay, jetzt merke ich, dass die Stärke abnimmt. Oh, wir sind wieder im Doof-Modus. Kann die Stärke wieder zunehmen? Das wäre toll. Dann könnte ich die Gegner sogar... Oh, nicht reinlaufen. Nicht in es reinlaufen. So. Warum ist hier ein Gatter abgebildet auf meinem Bildschirm, wenn ich nicht in der Lage bin, es zu betreten, obwohl es theoretisch ziemlich ebenerdig sein müsste? Ich sag's ja nur. So, ja, haben wir wieder... But you're still hungry? Come on. Nur erstmal hier rein. Okay, da. Oh. Komme du runter. Ich Erfahrungspunkte wollte schon. What? Aha. Na komm, das dauert mir zu lange. Und euch auch. Tut mir leid. Ich habe euch in der letzten... Au. In der letzten Episode schon sehr viel abverlangt an Geduld, als ich diese drei Kameraden da erledigt habe. Er dauert immer noch ein paar Schläge, bis wir sie kaputt gemacht haben. Ah. Jedenfalls, ich habe an diesen Kubus-Gegnern damals sehr lange gefarmt, gegrindet, weil sie relativ viele Erfahrungspunkte geben und es eben eine bestimmte Stelle gibt, ein Abwehr-Elixier, wo man sehr, sehr schnell oder sie in sehr schneller Abfolge wieder erledigen kann. Und das gibt auch nicht Kohle, das gibt auch nicht Erfahrungspunkte und ja. Aber ich werde erstmal abwarten. Was ich darf? Wieso darf ich hier nicht runterlaufen, wenn ich seitlich laufen darf? Na gut, viel mehr Möglichkeiten als das hier haben wir jetzt aber auch wieder nicht. Da darf ich nicht hin, aber dann wird das hier wahrscheinlich diese Zwischenetage gewesen sein. Ja, vielleicht war es aber auch diese Teleportationsplattform etwas billiger, als hier irgendwelche Grabungen oder Umwege reinzubauen. Wäre aber auch schön gewesen, also anscheinend war Beruga, hat er seinen Wissenschaftler, Doktor, was auch immer er gemacht hat, nicht in Architektur abgelegt. Da wäre er sitzen geblieben. Das kann selbst ich besser auf Karo-Papier hier einplanen. Aber was soll's? Es ist ein wenig fancy. Warum? Warum? Warum baut man solche Böden? Warum? Gibt es auch nur einen Grund? Außer die armen, liebenswerten, beschissenen Roboter. Vielleicht ist es ein Trainingsgrund dafür, eine fortgeschrittene Programm-KI zu entwickeln. Wenn sich irgendwie Roboter, wenn die hier verlässlich innerhalb kurzer Zeitfenster zum Ziel kommen, während sie gegen diese verschiedenen Bodenwellen hier ankämpfen müssen, dann habe ich gut programmiert. Glaube ich mal. Ich krieg ja nicht mal halbwegs gescheite und schnelle Array-Algorithmen hin. Okay, das hier scheint unser Ziel jetzt zu sein. Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. 1, 2, 3, 4, 5. Huch, was für ein Passwort. Was geht ab? Was geht ab? Diese Maschine kontrolliert alle Systeme in Berugas Labor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. An dieser Stelle möchte ich euch mitteilen, dass Bloody Mary der englische Name für die Hades-Hexe gewesen ist. Die irgendwie mit König Olaf auch zusammen kooperiert haben soll. Bloody Mary, so vielleicht? Passwort akzeptiert. Mehr Sicherheitsmechanismen gibt es nicht. Also das ist ein sehr, sehr schlechtes Passwort. Das können gute Mechanismen sehr schnell brute forcen, möchte ich nur mal gesagt haben. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Hullerö! Es hat beim ersten Versuch geklappt. Doch woher weiß Fluffy solche tollen Sachen? Anschluss an die Datenbasis. Zugang zu Daten. Geschichte und Labor. Laborgeschichte? Berugas Tag. Das Datum, an dem Beruga seine neue Biotheorie verkündete. DNA-Experimente bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Kälteschlaf. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga.
verlangsamte die Ausbreitung von E-Mail-Seuchen und Krankheiten und rettete Leben. Letzter Erdentag. Ui. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Das klingt ja nach einer sehr wenig aussichtsreichen Vergangenheit. Vielleicht war es dieser Virus Asmodeo, der dazu führte, dass die Oberwelt wieder in den Fluten versank. Labor. Forschung und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologien. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt. Impfungen. Das Impfserum gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt bei über 80%. Doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Geräteraum. Im Erdgeschoss ist der Versammlungsraum der Roboter. Im U1 und im U2 sind die Biolaboratorien. U3 befindet sich noch im der Aufbau. Das Grammatikmodul für diese Spracheinheit befindet sich auch noch in der Aufbau, offensichtlich. Und es gibt anscheinend hier keinen schnellen Rückweg oder sowas. Das nutze ich doch einfach mal, um dieses Dingelchen mir hier mal einzuflößern. Und wenn das hier mal fertig ist, werde ich mir das hier mal einflößern. Ach, benutzt die Wunderknalle. Ja, ist ganz nett, ist ganz nett. Ansonsten die Zauberschatulle werde ich jetzt auch mal anwählen. Jawohl, sie ist ausgerüstet. Man weiß ja nie, bis jetzt, den Fotoapparat brauche ich nicht. Ich wollte hier keine Touristenfotos machen. So, wir hatten doch was ich nochmal ausprobieren wollte. Den Grund dafür, warum ich das hier ausprobiere, sage ich euch gleich. Mondring. Auf dem Mond sieht es sehr nach Rittnereien aus. Ja, das lohnt sich, ne? Das dauert nur 3 Minuten, solche Gegner zu erledigen. Mit Hilfe von Magie. Aber Glück soll ja Magie sein. Nur leider Gottes habe ich so wenig Glück. Und habe jetzt auch nicht so großartige Möglichkeiten, mein Glück drastisch nach oben zu manipulieren, um das mal so zu sagen. Ach, wenn ich noch ein Level Up mitnehmen könnte, das wäre doch so wunderschön. Dann hätte ich mal wenigstens meine 25. Die ich theoretisch früher immer erreicht habe. Ja, ich glaube, da kann ich nicht durchstechen. Oder Moment, ich will mal was anderes... Quatsch. Ich will was anderes probieren. Wenn L... Dingsi... Da ist es. Mondring? Was haben wir denn sonst noch? Atomring? Sonnenring? Macht Schaden, aber nicht wann... Na komm, lassen wir es. Lassen wir es bleiben. Aber sonst habe ich so selten die Möglichkeit, das mal einzusetzen oder das mal einsetzen zu wollen. So, ich hasse es, wenn Gegner lange brauchen, bis sie ihr Geld fallen lassen. Ich mag das nicht. Muss man immer so lange warten, bis sie explodieren. Ach, come on! Lecko! Nur weil ich hier 3 Zillionen Mal nicht richtig treffe. Ja, nimm noch mehr ab. Ein Gegner! Und der reicht aus, um mir hier völlig die Leviten zu... Oh, nein... Gib mir meine Stärke zurück. Du brauchst meinen Bizeps nicht. Geht doch. Los, Geld her. Danke. Da bin ich jetzt etwas wieder gut gemacht. Wobei ich weiß, im Spieleberater standen früher natürlich auch die ganzen Gegnerwerte drin. Also ich glaube nicht unbedingt die Lebenspunkte, also zumindest nicht bei allen, aber halt teilweise. Und, ui, jetzt kann das nicht abwarten, der kleine Liebe hier, nehme ich mal an. Anscheinend geht es jetzt ganz tief nach unten. Ins Zentrum der Lage. Wahnsinnig tief. Irgendwas Großes muss hier unten verborgen sein. So. Ich nehme mir nochmal einen hiervon. Freue mich des Lebens. Das war, glaube ich, 80. Ja, jetzt bin ich nämlich mal gespannt. Ein großer Raum mit einem Lichtkreis. Ob hier die Roboter-Kabarettbühne ist? Ich kann mich gerade übrigens nicht bewegen. What the? Ding, ding, ding. Eindringling, Angriffsmodus aktiviert. For Boss Time! Gegen... Ich glaube, Megatron heißt das Teil im Original. Und ihr seht, ich
mache wahnsinnig viel Schaden an seinen Füßlein. Wir müssen seine drei kleinen Füßlein niederstrecken. Und das geht am besten natürlich mit Magie. Oh, Zauber ist hier ohne Wirkung. Ups. Es regnet gerade. Destruction rains from the heavens. Okay. Ich würde es lieben, wenn man hier speichern könnte. Ich meine... Ich werde erst meinen Aura-Stab testen. Vielleicht hilft er mir jetzt gerade. Darf ich was tun? Danke. Der Aura-Stab macht nicht viel. Er macht Feuer gerade. Aber der Xenos-Speer. Rüsten wir den mal aus. Aber es wäre cool, wenn du dich bewegen würdest. Oh, da trifft mich der letzte Rotzi noch. Das Problem ist hier durch wahnsinnig viel Lag. Ist das mit dem Laufen ein bisschen schwierig? Und man wird ganz schnell an irgendwelchen harten Metallstücken getroffen, wenn man mit seinem Kopf dagegen läuft. Danke, Spiel. So. Nein. Nein. Nein, ich habe mich nur vertan. Nein, ich will es auch nicht ausrüsten. Mann, ist das toll. Ich will es auswählen. Ich will die Götterknolle futtern. Ja. Weil man kann ja so ganz toll nicht zaubern. Das ist ja nämlich ganz schön hier. Wo man das mal brauchen könnte, darf man es nicht benutzen. So. Er zündet wieder seinen Afterburner. Wo ist der? Okay. Wir machen ein bisschen mehr Schaden. Oh. Das war glücklicher Zufall gerade, wenig getroffen zu werden. Da, wenn ich mich unten aufhalte, geht das immer ganz gut. Oh, mein Gott, benutzt den geilen Angriff, Mann. Ja, weg, leck, leckerama. Also leck nicht im Sinne von Beinchen. So, und ui, noch nicht fertig. Noch ein Trick folgt. Und ich mache hier alles kaputt mit meinem Level ab. Er droppt dabei so irgendwie so kleine Roboter-Varianten von sich selbst. Und die haben sich, glaube ich, gerade an meinem stahlharten Körper irgendwie selbst zernagt. Uiuiui. Bin ich froh, dass ich mit dem Xenos-Spiel hier was machen konnte. Ansonsten hätte ich vorher grinden müssen. Das sage ich euch. Das hätte sonst ewig gedauert. Und drei Tage. Doch was schützt der gute Roboter hier unten so sehr? Hm. Zum Bohnen? Der Ursprung für Waldpeter-Geschmack. Nee, Waldmeister, nicht Waldpeter. Wackelpeter, Waldmeister. Das ist der Unterschied. Merken dir gut. Boah. Viel an unwirklichen Kreaturen. Was für Experimente hat der große Meister hier unten verbracht, vollbracht? Diese Musik sagt uns, dass Beruga sehr vertrauenswürdig sein muss. Und er scheint erwacht zu sein. Ich weiß nicht, wer du bist, doch danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Beruga. Wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb. Ich fiel in einen tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir. Ich will dir etwas zeigen. Wenn er externe Hilfe braucht, um aus seinem Kälteschlaf wieder zu erwachen, warum beschützt er sich dann so sehr? Vielleicht wusste er, dass nur der, der ihn aus dem Kälteschlaf zu erwachen vermag, jemand ist, der seine Schutzmechanismen überwinden kann. Hm. Und warum wusste Fluffy irgendetwas über diese Mechanismen hier? Wie dieses Passwort? Das kann doch nicht nur von ungefähr kommen. Oh komm, ich kann jetzt einfach hier Reggae Dance. Naja, nicht ganz. Doch was will Beruga uns zeigen? Seine Kreationen, die hier aufgerichtet sind. Ich schuf diese Leben. Sind sie nicht wundervoll? Damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombie im Nährstoffbad. Mit welchem?
Der Zombie. Er schaut mich an. Hey, dieser Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tod zu überleben, oder? Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überquellen. Natürlich habe ich das vorher einkalkuliert. Unwichtige werden sterben. Nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Hey, du scheinst zu heiß gebadet zu haben. Doch komm mir besser nicht zu nahe. Sein Humorzentrum ist anscheinend auch aus dem Kälteschlaf erwacht. Kennst du die drei Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen. Roboter müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an den Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Mein Reich ist die Welt. Hier liegt die ganze Wahrheit des Universums. Lass uns Zeuge der Veränderung dieser Welt sein. Wo ist das denn hier? Das sieht mir ganz schwer nach Neo-Tokio aus. Ja, da sind die Politessen, die Journalistinnen. Und es bricht etwas hervor. Die Wiedererweckung des gefürchteten Virus Asmodeo, der schon vor Äonen für den Untergang der Welt sorgte. Von Beruge ausgelöst, auf Neo-Tokio geworfen. Und deswegen sollte man genau vorher spätestens das, was man optional in Neo-Tokio machen möchte, auch machen. Weil das Easter Egg mit Quintet ist nicht mehr möglich. Doch was ist mit Ark? Ark. Du hast der Welt bislang gute Dienste erwiesen. Nun wird Beruge aus der Welt ein Paradies machen. Deine Aufgabe ist erfüllt. Halte ein für immer. Was wird mit ihm jetzt passieren? Nun werde ich sterben. Wird Ark nun sterben? Ist es etwas Gutes, dass Beruga wieder erwacht ist und nun die Geschicke der Welt leiten soll? Das erfahren wir ab der nächsten Episode von Let's Play Terranigma.